Jetzt geht's los. Okay. Ich bin heute vielleicht etwas genervt, weil mich diese ganze Sache mit der ausgefallenen Aufnahmesession, ich muss mal was trinken, doch maßlos genervt hat, wegen. Ja, ich find's halt nicht gut, wenn ich nach so kurzer Zeit, die ich als Let's Player unterwegs bin, schon Folgenausfälle habe. Das ist irgendwo nicht angebracht. Genauso wie schon Patreon-Link nach der ersten Folge irgendwo hinzupacken. Entschuldigung an die Leute, die das machen. Ich finde es nicht passend. Nun ja, aber wir waren immer noch bei der Musik. Ja, also habe ich dann aber, also ich habe ja sowieso noch nicht wohlgemerkt, meine 1000 Abonnenten. Ich glaube, wir haben jetzt 53 oder 54. Da bin ich schon mal ganz froh drüber. Freue ich mir ein Loch in den Bauch. Habe ich schon mal gebracht, den Witz. Sollte ich nicht nochmal machen. Ja, meine 1000 Abonnenten habe ich ja noch nicht und die 4000 Stunden Spielzeit für meine Videos ebenso nicht. Ich baue hier nochmal ein bisschen mehr raus. Wir brauchen noch mehr Platz für unser Lagerhaus und da kann ich noch mehr labern. Und insofern kann ich ja meine Videos sowieso noch nicht monetarisieren. Kohle! Nein, ich singe jetzt nicht wieder. Und da habe ich doch nichts dagegen, dass ein paar liebe Künstler, die ich auch sehr verehre, auch ein bisschen was Geld verdienen, so irgendwie. Dafür habe ich ihre tolle Musik in meinen Videos. Und jetzt kommt's, ja, mein Portfolio ist ja nicht unendlich. Ich wiederhole mich jetzt bereits in England und heute wahrscheinlich auch, denn diese ist die einzige Folge von der ganzen Aufnahmesession mit fremder Musik. Ich kann euch nicht von meinem Portfolio die ganze Zeit bespaßen. Das geht einfach nicht. Warum habe ich das eben rausgebaut? Ich habe keine Ahnung. Und insofern werde ich jetzt in regelmäßigen Abständen, ich denke, oder unregelmäßigen Abständen, so alle 10 Folgen, denke ich mal, werde ich Musik von Künstlern, die ich gut finde, einbauen. Der Grund dafür ist auch recht einfach erklärt, warum ich jetzt nicht in jeder Folge Musik von anderen Künstlern einbaue. Erstens mal will ich ja meine Musik weiter promoten, auch wenn das dem einen oder anderen nicht gefällt, weil er keinen Bock auf die Musik hat. Ich baue hier mal temporär eine Fackel hin, das schütten wir hier eh gleich alles wieder zu. Also ich habe ein begrenztes Portfolio und warum ich jetzt hier nicht jede Folge oder mehr Folgen mit fremder Musik mache, hat einen einfachen Grund. Es gibt nämlich einen kleinen Haken neben der Monetarisierungssache, wenn ihr Musik fremder Künstler verwendet, weil die Rechteinhaber können sich jederzeit anders entscheiden. Ja, ihr hört richtig. Das heißt, wenn heute der Rechteinhaber sagt, alles klar, wenn wir Werbung schalten können, dann können Leute unsere Musik im Video verwenden. Aber wir können auch morgen sagen, haben wir keinen Bock mehr drauf, nehmt die Videos runter. Und dann fehlen hier in der Playlist von Let's Play Minecraft Folgen. Und das möchte ich nicht, verständlicherweise. Glaube ich, dass das verständlich ist. Ach man. Und somit möchte ich für den Fall vorsorgen, dass sich halt Rechteinhaber anders entscheiden. Ja, jetzt habe ich den ganzen Dreck hier oben in die Truhe gepackt und kann deswegen nichts auffüllen. Das ist schön. Weil das hier möchte ich dann einfach erstmal versiegeln. For the time being, also für jetzt. Da kommt sicher später auch noch was. Dass wir das hier noch ein bisschen mehr ausbauen. Hier kommt eine Fackel rein. Ja, und weil sich halt die Rechteinhaber jederzeit umentscheiden wollen und ich nicht will, dass irgendwelche Folgen verloren gehen, werde ich das Material der Folgen, in denen ich, also das Rohmaterial der Folgen, in denen ich fremde Musik verwende, irgendwo auf einer externen Festplatte speichern. Ohne Musik, einfach nur Sprache, Video und den Game Sound. Um dann hinterher, wenn sich halt Rechteinhaber umentscheiden, was nicht passieren möge, wenn dann ein Video runtergenommen wird, dann werde ich das ganz einfach mit einer neuen Tonspur versehen, das Material nehmen und ganz clevererweise es re-uploaden. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Ich würde es unschön finden.
Aber man weiß ja nie und ich bin ein vorsorgendes Kerlchen. Das mag man gar nicht glauben, aber so ist es halt nun mal. Gut, haben wir jetzt alle Neuerungen soweit abgehakt? Ja, noch eine Sache, ein kleiner Fun Fact, also eine kleine lustige, naja, mehr oder weniger lustige Sache, die mein eigenes hier betrifft. Der Hund nervt mich jetzt schon. Ihr hört das wahrscheinlich nicht so laut, weil ich den Game Sound wahrscheinlich nicht so laut reinschneiden werde. Jedes Mal, wenn ich ein Video mit meiner Musik hochlade, jetzt hört und staunt, also mit meiner eigengemachten Musik, bekomme ich von YouTube eine Mitteilung, dass ich fremde Musik oder dass ich Musik mit Copyright drauf verwende. Ja, dieses dieses Urheberrechtssystem da ist einigermaßen dämlich. Das kann nämlich nicht erkennen, ob es sich hier um Alien Live Gaming handelt und gleichzeitig um Alien Mind Records, wo die Musik herkommt. Ja, wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Ich mach mal. Warte mal, das kann man doch einfacher machen. Oh ne, und das reicht nicht. Naja, brauchen wir noch Spruce-Wood und das müssen wir uns gleich besorgen. Ja, wir müssen gleich wieder Bäume fällen. Hammer. Willst du mich veräppeln? Ja. Ja, Ach ja, Truhen kann man jetzt auch nebeneinander setzen. Das hat mir jetzt auch gerade der Ringi nochmal bestätigt, dass es 1.13, bitte 1.13 geändert wurde. Ringi, da haben wir gleich auch noch das Thema. Ach du meine Güte, hier gibt es so viel zu erklären. Wo war ich jetzt eigentlich gerade dabei? Ja, ich packe mal noch ein bisschen was rein, weil wir werden eine Menge davon brauchen. Habe ich ja schon erklärt. So, was haben wir hier? Nicht mehr? Doch, Glas. Geil. Dann können wir gleich mal Glasscheiben machen. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Ach ja, ich habe da gerade noch gesehen. Wir haben da Eisen zum Braten. Das machen wir auch noch. Lecker Eisenbraten. Eisenpopeisen, wie ein gewisser Mensch sagen würde. Mir wird es wirklich langsam schon ein bisschen langweilig, diese Sache zu bringen mit den 4 Millionen. Schon? Gut, auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich meine Musik verwende. Warum steht das Bett da unterm Baum? Das wollen wir da nicht haben. Weißt du was, das stelle ich mal ins Haus rein, dass wenn hier irgendwas passiert, was Unerwartetes, dann können wir da gleich mal irgendwie, ne, weißt du. Ja, also jedes Mal, wenn ich meine Musik im Video verwende, bekomme ich dann auch, was mache ich denn hier? Eine Meldung, so dass ich Copyright-geschützte Musik verwende. Und würde es Music Policies von YouTube nicht geben, also diese Sache, die es mir jetzt ermöglicht, hier fremde Musik zu verwenden, dann würde ich, jetzt haltet euch fest, für meine Musik, für die Verwendung meiner Musik, einen Copyright Strike erhalten. Ich sag schon immer, wenn das wieder passiert, poste ich so ein kleines Bild, so einen kleinen Screenshot, so einen kleinen Bildschirmschuss auf Facebook und sag so, ich kämpfe mal wieder die Copyright-Schlacht gegen mich selbst. Ja, ich will hier wieder runter. So. Ja, das mit den Treppen hier, da bin ich schon einigermaßen nicht mehr so froh drüber. Ja, also, damit ihr es verstanden habt, ne, ich würde einen Copyright-Strike bekommen und ich würde wahrscheinlich nach einem Video, das ich hochlade mit meiner Musik, würde ich meinen Kanal gesperrt bekommen, weil ich meine eigene Musik verwende. Ist das nicht toll? Ne, das hier ist nicht toll, dass ich jetzt schon wieder hier unten bin, weil der alte verpeilte Typ hat schon wieder was vergessen, nämlich, dass er was machen wollte. Wir hauen Lollis. Dabei kann man wunderbar quatschen, dann bin ich nicht immer so Panne. Ja. Mal ein bisschen ausspannen, mal nicht so viel reden hier. Ja, und jetzt kommen wir zum Ringi. Der Ringi, der Wolfgang Ringwald, den ich hier schon öfter erwähnt habe, Namensgeber des Landkreises Ringwald. Übrigens hier, die ganze Gegend heißt Ringwald. Es gibt hier die Ringwald-Mine, es gibt hier Gut Ringwald und das, ja, ziemlich blöd aussehende, noch ziemlich blöd aussehende Dorf Ringwald. Es wird schon wieder Nacht. Der Ringi hat was ganz Tolles für mich gemacht. Der hat da eine private Welt. Er ist selber kein YouTuber. Noch nicht. Da kommen wir gleich zu. Denn ich will, dass sich das ändert. Er wohl nicht. Hat was ganz Tolles in seiner privaten Let's Play Welt gemacht. Er hat mir ein
kleines, hutzeliges Häuschen gebaut. Und also ihr wisst ja, ich mag meine Häuser lieber groß. Das seht ihr hier irgendwie. Ich glaube, ich muss hier gleich wieder runter, weil es Nacht wird. Er hat mir also so eine kleine Hütte gebaut und hat doch tatsächlich eine komplette 4-Folgen-Serie Videos gemacht, wo er den Bau dieser Hütte zeigt. Und die Hütte ist zwar klein, ungefähr so klein wie meine Wohnung hier. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal runter, weil die Sonne untergeht. Aber er hat sie mit so viel Detailfreude, also so vielen kleinen Details und Ausschmückungen und so weiter versehen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Tränen gekommen sind. Da bin ich nicht so der Typ für. Männer weinen nicht. Oh Mann, ey. So ein Quatsch. Ich habe durchaus auch schon geheult. Ja, aber halt... ja, da habe ich mal keine Tränen vergossen, aber ich habe mich unglaublich gefreut, dass der Ringi sich da so viel Mühe gegeben hat. Und wow, also es ist was Großes draus geworden. Also nicht große Hütte, aber wirklich ein großes Kunstwerk, finde ich schon. Und ja, also ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und vor allen Dingen dieser Aufwand. Es sind, ich glaube, also es sind auf jeden Fall 4 Folgen. Und ich weiß jetzt nicht, wie lang die sind. Das habe ich ja jetzt toll gemacht. Ich glaube so, also sogar über 20 Minuten teilweise. Ich habe irgendwie so rund im Gedächtnis so, dass es tatsächlich wohl 2 Stunden sind, die er da dran gesessen hat. Gut, er ist dann auch ein paar Mal hin und her gerannt. Und das verbraucht auch eine ganze Zeit, aber meine Güte, also er hat da sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben und dafür, auch dafür, dass er kein Let's Player ist, was ich ändern möchte, Wahnsinn. Ich packe hier oben mal so ein Info-Blip rein, so ein, ihr seht dann I da oben in der rechten Ecke, ah, na prima, so kann man das auch machen. Nicht. Da könnt ihr die Playlist gucken von Ringis Gebäudebau für mich. Und jetzt möchte ich euch um was bitten. Und bitte seid nett und seid freundlich. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr mal rüber, ihr 6 Millionen, die ihr jetzt hier sicherlich schon schaut, dass ihr rüber geht auf Ringis Kanal, den ihr ja durch diese Playlist finden könnt, hoffentlich. Und dort einfach mal kommentiert in seiner Community-Section und auch in den Kommentaren unter den Videos, dass er bitte Let's Plays machen soll, weil, oder möge. Weil schaut euch das Ganze doch mal an, hört euch die Stimme an, wie eloquent der Mann auch mit seinen, ja teilweise, darf ich das sagen, Ringi, Verpeiltheiten, dass er halt da irgendwie Dinge vergisst, dann hin und her läuft zwischen seinem Lagerraum und dem Haus. Wie eloquent er das Ganze löst und voller Humor und klasse Stimme, finde ich. Also ich finde wirklich, er hat eine klasse Let's Player Stimme. Das ist so eine Sache, wo ich bei vielen... jetzt habe ich überhaupt nichts, um irgendwas zu bauen hier an Axt, verdammte Axt. Und ich bin schon wieder raus aus dem Thema. Ich muss mir noch ein paar Steine da unten rausholen wenigstens. Ja, wie eloquent er das Ganze bringt. Und diese Stimme, ja, da war ich dabei. Eine Sache, wo ich wirklich bei Let's Playern sehr viel Wert drauf lege, das ist halt nun mal die Sprechstimme. Viele Let's Plays werden ganz einfach komplett versaut dadurch, dass die Leute einfach keine Stimme haben, die für ein Let's Play geeignet ist. Ihr kennt das, ne? Nervige Let's Player-Stimmen oder Stimmen, die... Oder auch Sprecher, wo dir die Füße einschlafen. So, hallo, jetzt machen wir mal und dann tun wir mal hier und hast du nicht gesehen? Nee, das versaut mir so manches Let's Play, das eigentlich auch gut sein könnte. Und das ist beim Ringi halt nun mal wirklich eine auffallend tolle Sache, dass er so eine klasse Stimme hat. Er hat auch das richtige Aufnahme-Equipment gleich am Start. Als Musiker Claro. Ja, er ist auch Musiker. Ja, also ihr geht jetzt mal rüber zum Ringi auf den Kanal und kommentiert da bitte nett Alien Army, Alien Life Gaming Army. Ihr geht jetzt darüber und kommentiert einfach mal bitte. Und gebt dem Ringi mal einen Daumen nach oben. Dann wird er von ganz alleine anfangen, Let's Plays zu machen, weil sowas motiviert. So.
Also auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen und auch abonnieren und halt vielleicht auch mal schreiben. So, Ringi, ich hoffe, das ist in deinem Sinne und du bist mir jetzt nicht allzu böse. Aber jeder von uns kann ein bisschen Aufmunterung vertragen und vielleicht bringt dich das ja dazu. Ich weiß, der Ringi ist ein sehr viel beschäftigter Mann. ITler, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da weiß ich, das ist ein Höllengeschäft. Das hat mir Nervenzusammenbrüche und ein Burnout eingebracht, kann ich mal so sagen, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Ich möchte eigentlich, ehrlich gesagt, in die Branche nicht mehr zurück. Aber ich hatte nun auch wirklich Firmen aus der Hölle. Da kann ich vielleicht irgendwann nochmal was drüber erzählen. Ich erzähle sowieso schon wieder viel zu viel. Wir sind schon fast am Ende der zweiten Folge dieser Aufnahmesitzung. Geht heute gut voran. Ja, wenn wir auch die ganze Zeit hier am Gut Ringwald, ganz besonders am Keller rumwerkeln und jetzt hier Lollipops umhauen. Und ich möchte jetzt wirklich auch alle Lollipops hier umhauen, damit wir einmal irgendwie die Sache durchhaben. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? Ja, England. Für diejenigen, die nicht wissen, dass es hier ein englisches Let's Play gibt, das parallel läuft in einer völlig anderen Welt und das ich England nenne. Ihr wisst es jetzt, das ist nicht England. In England gab es ja bisher keine Tode zu verzeichnen. Also ich bin kein einziges Mal dort abgekratzt. Hier ja schon 5-mal. Hat mich eigentlich auch gewundert. Ist irgendwo seltsames Phänomen. Aber gestern, nein. Also in der letzten Aufnahmesession ist es dann tatsächlich passiert. Und zwar mal wieder so schön Sony-mäßig verpeilt. Habe ich das hinbekommen. Bin stolz drauf. Nicht. Also ein Creeper, ihr guckt es euch am besten selber an, ist mir unten in einem Schacht begegnet, wo auch Lava war. Und der hat da alles in die Luft gesprengt und natürlich auch die Lava freigesprengt. Ich bin sogar reingesprungen in die Lava, hab Feuer gefangen, war zu dämlich genug zu essen, während ich gebrannt habe. Einmal Wasser hatte ich natürlich nicht mit. Und so segnete ich das Zeitliche und dachte erstmal, mir wäre alles abhanden gekommen. Aber das war dann doch nicht der Fall. Ich hatte hinterher noch alles, also wieder mal so ein krasser Unterschied zu dem, was hier in Ringwald passiert ist. Ja, ich wollte gerade sagen, war schön. Nein, war es nicht. Es war mal wieder so. Ich habe diesmal nicht ganz so abgegangen. Ach ja, hier hinten sind ja noch so blöde Bäume, oder besser gesagt Bäume, die standardmäßig Fichten sind, die nicht wachsen wollen. Hier hatten wir irgendwo noch einen, ne? War hier nicht noch einer von der Sorte? Ich dachte, ich hätte hier noch einen angepflanzt. Der schießt sowieso gleich hoch. Da ist noch einer. Die da lassen wir erstmal stehen, weil die sehen ja eigentlich ganz schön aus und ich will hier nicht alle hohen Tannen weghauen, weil ansonsten, na, hat er schon? Nein, hat er noch nicht. Ich dachte schon, der da hinten wäre es. Ich dachte, ich könnte jetzt hier so schön Lolli kloppen für eine Stunde oder so. Ja, nö, dann lassen wir das halt einfach. Gehen wir hier nochmal ein bisschen Eier sammeln. Augen auf beim Eierkauf. Entschuldigung, ich musste nochmal ein klein wenig der ausklingenden Erkältung Genüge tun. So, das waren jetzt aber auch alle. So, und wo war das Huhn, was hier rausgelaufen ist? Das dürfte ja inzwischen ausgewachsen sein. Das könnte ich dann mal... Das ist verschwunden. Da ist es. Das ist noch nicht ausgewachsen. Mein Verstand ist heute irgendwie schneller als Minecraft. Ja, ich bin wieder so aufgedreht wie beim ersten Mal Let's Playen. Ich sollte nicht so lange Pausen machen. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich will schon wieder runter in den Keller, obwohl es da wahrscheinlich gar nichts zu tun gibt. Ja, ich will mal ein paar Sachen anfangen. Ich komme da wahrscheinlich komplett durcheinander, aber vor allen Dingen mit den Truhen. So, hier mache ich mal eine Naturtruhe. Da können schon mal die Tannen rein. Und hier waren Blümchen irgendwo. Und ich will auch mal eine Holztruhe machen. Die mache ich hier. Ja, ein Spruce nicht weglegen, Sonny. Du alter verpeilter Typi. So, jetzt baue ich hier noch... Das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Hör sofort damit auf. So, bauen wir mal noch ein paar mehr. Nicht allzu viele.
damit wir hier noch eine Truhe zumindest hinkriegen, damit wir die da oben hinstellen können, dann ist das da vollständig. Schön, guckt euch das mal an. Und Ringi, habe ich das schon gesagt, falls du den Verdacht haben solltest, dass ich mir das hier von dir abgeguckt habe, wie die Truhen platziert sind, dann kann ich gerne eine meiner alten Welten rausholen. Da kann ich dir zeigen, dass ich das schon seit Ewigkeiten so mache.